Willkommen zurück hier am ersten Adventssonntag. Ich hoffe, Sie haben sich's gemütlich gemacht. Wir servieren jetzt die Sportnachrichten. Ja, das tun wir. Schönen guten Tag. Unter anderem servieren wir Ihnen auch die Gruppe in Sachen EM-Qualifikation für die deutsche Fußballnationalmannschaft. 2020 schien immer so ewig weit weg zu sein, aber jetzt haben wir schon bald 2019. Und um mit dabei zu sein bei dieser europäischen Weltmeisterschaft, die ja in 12 europäischen Ländern stattfinden wird, muss die deutsche Mannschaft durch die Quali. Ist ja immer so. Die Gruppen jetzt ausgelost, 2020 ist es soweit. Hier sehen wir die Delegation in Dublin, Joachim Löw, Oliver Bierhoff, Reinhard Grindel, alle vor Ort. Aber was denken Sie sich? Eigentlich wollen Sie natürlich wissen, wer mit am Start ist. Hier sehen Sie die Gruppe C. Deutschland mit den Niederlanden, außerdem Nordirland, Estland anzutreffen und Weißrussland. Interessant natürlich auch zu wissen, wen die anderen Top-Nationen oder vielleicht das Land Ihres Herzens erwischt hat. Das können Sie sich gerne in Ruhe ansehen auf skysport.de. Da haben wir alle Gruppen einmal aufgeführt. Weltmeister Frankreich exemplarisch muss zum Beispiel gegen die Türkei und Island antreten. So, in Dublin gab es heute die Auslosung und Uli Köhler war vor Ort für Sky Sport News HD. Grüß dich, Uli. Also, wir haben die Gruppe gerade gehört. Wie sind so die ersten Reaktionen, die du aufgeschnappt hast? Ja, ganz interessant, denn Ronald Koeman, der Trainer der Holländer, hat als allererstes gesagt, I'm not happy. Und dann hat er allerdings hinzugefügt, die Deutschen werden auch nicht besonders glücklich sein. Aber das hält sich eigentlich so in Grenzen. Ein starker Gegner darf ja dabei sein. Und es ist ja nicht so, dass die Niederlande Angst und Schrecken verbreiten. Denn die deutsche Mannschaft hat zwar, wenn man vom Ergebnis abgesieht, im Spiel ganz gut mithalten können. Und ich glaube, es ist gut, so einen Gegner mit dabei zu haben, damit man ja auch wachsen kann. Das soll ja jetzt erst der Anfang gewesen sein nach diesem Umbruch, nach diesem personellen Umbruch in der deutschen Elf. Und da sind sie auf einem ganz guten Weg. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man gegen einen starken Gegner spielt. Uli, wie stark einzuschätzen sind denn dann die Teams, die etwas abfallen hinter den Niederlanden, sprich Nordirland, Estland und Weißrussland? Also natürlich ist es so, dass die Nordiren immer ein unangenehmer Gegner sind. Und Joachim Löw hat gleich nach der Auslosung zu mir gesagt, die verlieren nie höher wie mit 1-2 Toren, sind unangenehm zu bespielen. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Witterungsbedingungen an, wenn es in Belfast soweit ist. Also das alles spielt mit. Aber natürlich ist auch klar, und da war Reinhard Grindel, der Präsident, eigentlich ganz klar, er erwartet eine glasklare Qualifikation mit sehr guten Ergebnissen, mit gutem Spiel und vollster Konzentration. Aber weil ihr vorher gesagt habt, wie waren die Reaktionen? Die beste Reaktion war in unserem Nachbarland und Gruß an unsere österreichischen Zuschauer, natürlich bei Andi Herzog. Der hat sich ein Loch im Bauch gefreut, denn der ist ja jetzt Trainer in Israel. Und wen hat er gelost? Natürlich Österreich in der Gruppe. Und das ist fast mehr wert wie der Nummer 1 Gegner Polen, den sie haben. Die Österreicher ist natürlich eine schwere Gruppe, durchaus machbar. Aber was da natürlich bereits am Wiener Schmäh gelaufen ist zwischen Franco Foda und Andi Herzog, den alten Freunden. Das war natürlich schon sehenswert. Sie haben sich irgendwie schon vor kurzem mal getroffen, haben schon gesagt, ich wette drauf, wir spielen gegeneinander. Und genauso ist es dann am Ende auch gekommen. Also auch in Österreich große Freude übers Los. Also da Vorfreude pur. Uli, dann lass uns noch so ein bisschen allgemeiner auf diese Qualifikation eingehen. März bis November, Doppelspieltage, das ist alles relativ sportlich, relativ knackig, das Programm. Wie schätzt du das ein? Ja, das muss man sich natürlich darauf einstellen, aber es sind einfach nur K.O.-Spiele. Das ist ein Wettbewerb, da gibt es nichts mit Ausruhen oder sonstigen Dingen. Und ich glaube, auch das ist ganz gut für die Konzentration. Gerade mal bei der deutschen Mannschaft ist ja eine junge Truppe, dass sie immer schön die Spannung hochhalten können. Und ansonsten ist es natürlich eine EM, die wir so nicht wieder erleben werden. Also 55 Nationen sind in dieser EM-Quali mit dabei. 24 fahren hin, fast jeder zweite. Das heißt, auch der eine oder andere kleine Gegner oder die kleine Nation wird dorthin kommen können. Das ist wunderbar für das 60-jährige Jubiläum der UEFA. Aber später soll dann der Fokus dann doch wieder auf die höhere sportliche Qualifikation gelegen sein. Aber jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Und ich glaube, alle freuen sich im Großen und Ganzen. Naja, und ein bisschen Stress können wir den Fußballern dann schon zumuten.
Uli, und ganz ehrlich, Sonne in Dublin, auch nicht so schlecht, wenn Engel reisen. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Ist nur für dich. Ist nur für dich rausgekommen gerade. Die Sonne ist nur für dich rausgekommen. Es hat in Strömen geschüttet, vor allem gestern. Also sind wir mit dem Schlauchboot hier durchgefahren. Also, danke für dich wegen der Sonne.